Die Ukraine bereitet sich offenbar auf eine Gegenoffensive im Osten des Landes vor. Der Kommandeur der Bodentruppen, Sirski, sagte sinngemäß, der erbitterte Kampf um Bachmut trage dazu bei, Zeit zu gewinnen, um die russische Armee auf breiter Front zurückzudrängen. Bachmut hat hohen symbolischen Wert auf beiden Seiten. Für Aufsehen sorgen auch die Kämpfe rund um Wuhledar, wo sich auf russischer Seite möglicherweise das nächste Kriegsverbrechen abzeichnet. Alina Quast berichtet. Feuerregen über Wuhledar im Südosten der Ukraine. Was aussieht wie Feuerwerk, ist eine verheerende Waffe. Das Handyvideo soll einen russischen Angriff mit Brandmunition zeigen. In Wuhledar droht laut Beobachtern einer US-Denkfabrik eine Großoffensive von Putins Truppen. Sein Verteidigungsminister wolle die Frontstadt um jeden Preis erobern. Andernorts ist dieser Preis hoch. Nach ukrainischen Angaben erleidet das russische Militär in der Schlacht um Ost-Bachmut sehr hohe Verluste. Gleichzeitig ist der Großteil der Stadt jetzt unter Putins Kontrolle, meldet das britische Verteidigungsministerium. Der ukrainische Präsident über Russlands Angriffe in seiner allabendlichen Videoansprache. Raketen und Artillerie, Drohnen und Mörser. Der teuflische Staat setzt unterschiedliche Waffen ein, aber mit einem Ziel vor Augen, Leben zu zerstören und nichts Menschliches zu hinterlassen. In der Region um Donetsk hoffen die Soldaten, dass endlich die vom Westen zugesagten Leopard-2-Kampfpanzer ankommen. Alle warten hier. Die Taktik des Panzereinsatzes wird sich erheblich ändern, weil westliche Panzer eine höhere Schussreichweite und andere Fähigkeiten wie ein digitales Informationsfeld haben. Wenn diese Ausrüstung richtig verwendet wird, kann man den Feind zerstören, bevor er sich in seiner Schussweite nähert. Der ukrainische Außenminister fordert neben Panzern mehr Munition. Auch Deutschland könnte mehr helfen, sagt er. Mit Artilleriemunition. Wir haben uns mit ukrainischen Vertretern und der deutschen Rüstungsindustrie zusammengesetzt. Und die deutsche Industrie hat die deutsche Regierung in meinem Beisein um eine Sache gebeten: unterzeichnete Verträge. Wir sind bereit zu liefern. Das Problem liegt also bei der Regierung. Vor knapp 10 Monaten lieferte die Bundeswehr Artilleriegeschütze an die Ukraine. Nachbestellt wurde erst einmal nichts. Bis jetzt, nach Bild am Sonntag Informationen, will die Regierung 10 Panzerhaubitzen 2000 kaufen. Dazu gibt es die Kaufoption für 18 weitere Geschütze. Aus Kiew ist unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm zugeschaltet. Tatjana, lass uns noch mal über diese Bilder aus Wuhledar sprechen. Wie sind die einzuordnen? Naja, also unabhängig überprüfen können wir sie von hier aus natürlich nicht, aber es hat den Anschein, als wenn da eben tatsächlich mal wieder, muss man sagen, von russischer Seite sogenannte Brandbomben eingesetzt worden sind. Das ist mit einer der grausamsten Waffen überhaupt, die man einsetzen kann, weil sie bei sehr hoher Konzentration, wenn Menschen allein den Dämpfen ausgesetzt sind, eben zu Vergiftungen führt, und noch fast grausamer sind die Verbrennungen, die man davontragen kann, insbesondere wenn man erste Verbrennungen auf der Haut hat und dahin fasst, dann verschmiert man das Ganze sozusagen. Das macht das alles noch sehr, sehr viel schlimmer. Also wenn sich das bewahrheiten sollte, und da wird es über kurz oder lang mit Sicherheit Beweise dafür oder eben dagegen geben, aber wahrscheinlich doch eher dafür, dann hat Russland hier in der Tat ein weiteres Kriegsverbrechen begangen. Wenn wir auf die militärische Situation rund um Wuhledar schauen, dann sehen wir dort vor allen Dingen so ein bisschen widersprüchliche Angaben. Wir haben im Beitrag ja gehört, dass die russische Seite dort angeblich eine weitere Großoffensive plant. Sie sind mit einer solchen vor wenigen Wochen erst gescheitert, als mehr als 130 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge von der ukrainischen Seite zerstört wurden, einfach weil man die russische Seite immer wieder in Hinterhalte locken konnte. Und da heißt es von ukrainischer Seite, von Militäranalysten, eigentlich haben die im Moment dort südlich überhaupt nicht die Kraft zu einer neuen Großoffensive. Da wird man noch ein bisschen abwarten müssen. Bachmut nach wie vor im Prinzip so ein bisschen nicht allzu viel Veränderung, um es so zu sagen, entlang der Linien, wo man sich da bekämpft. Von ukrainischer Seite heißt es, dass man im Industriegebiet der Stadt ein bisschen Territorium hat zurückerobern können. Wir sehen auch Bildmaterial von ukrainischer Seite, lässt sich eben auch nicht nachprüfen, auf dem sehr viele getötete russische Soldaten zu sehen sind, die offenbar während eines Artillerieangriffs versucht haben, über freies Feld zu gehen. Und das endete offenbar für eine größere Anzahl tödlich. Die Situation dort nach wie vor schwierig für die ukrainischen Verteidiger. Aber wir hören hier mehr und mehr sehr deutliche Stimmen, auch aus dem politischen Lager, die einfach sagen, wir müssen unbedingt Bachmut halten. Und das geht weit über das hinaus, wenn viele sagen, das hat nur symbolisch
symbolischen Wert. Das hat durchaus offenbar für die Ukraine auch strategischen Wert, weil sie einfach sagen, wenn Bachmut fällt, sind die nächsten Städte, die dahinter liegen, natürlich dann im Fokus der russischen Seite. Und das will man natürlich versuchen zu verhindern. Wir hatten hier in Kiew Gelegenheit, mit zwei Soldaten zu sprechen, die gerade eben erst von den Kämpfen zurückgekehrt sind in und um Bachmut. Es sind zwei junge Männer, die aus Belarus stammen. Und wir haben mit ihnen auch über Bachmut gesprochen, aber vor allen Dingen über ihre Motivation, für die Ukraine zu kämpfen. Der 22-jährige Belarus Oskar an der Front bei Bachmut vor wenigen Wochen aufgenommen. Seit 2021 lebt er als Dissident in der Ukraine. Sein Einsatz in Bachmut ist gerade zu Ende gegangen. Bei unserem Treffen im Hauptquartier der belarussischen Einheit, die für die Ukraine kämpft, erklärt er seine Motivation. Die Ukraine hat mich hier aufgenommen. Ich habe mich hier sicher und frei gefühlt. Als die russischen Soldaten ihre Invasion und ihren Terror gegen die Ukraine begannen, konnte ich nicht einfach daneben stehen und nichts tun. Also haben meine Freunde und ich uns freiwillig gemeldet. Belarus! Belarus! Und nicht nur er. Im belarussischen Kalinowski-Regiment kämpfen mittlerweile mehr als 300 Männer und Frauen an der Seite der Ukraine. Viele von ihnen haben ihre Heimat verlassen müssen, da ihnen unter Lukaschenko Gefängnis und Verfolgung drohten. Ich habe an Demonstrationen teilgenommen gegen Lukaschenkos Diktatur. Dafür wurde ich geschlagen, zu 15 Tagen Haft im Gefängnis von Okrestina verurteilt. Kurz danach wurde gegen mich ein Kriminalverfahren eröffnet, also floh ich aus Belarus. Kurz danach kam ein Brief, in dem mir die Eröffnung des Verfahrens und 7 Jahre Gefängnis angedroht wurden. Im Hauptquartier in Kiew treffen wir auch auf Alek, der bereits seit 2014 in der Ukraine lebt, auch er geflohen vor Lukaschenkos Repression. Über die Lage in Belarus macht er sich im Moment keine Illusionen. Russland ist der einzige Grund, warum er, Lukaschenko, überhaupt noch an der Macht ist. Also tut er alles, um daran festzuhalten, er ist bereit, Putin wirklich jeden Wunsch zu erfüllen. Sie müssen verstehen, am meisten Angst hat er, dass die Ereignisse von 2020 sich wiederholen, als eine große Menge von Menschen gegen sein Regime aufgestanden ist. Also versucht er, jeden zu unterdrücken, der rebellieren könnte. Und so empfinden er und viele seiner Kameraden ihren Kampf für die Ukraine auch als einen Kampf für ihre eigentliche Heimat Belarus. Sie sind fest davon überzeugt, dass nur wenn die Ukraine frei und demokratisch ohne russischen Einfluss leben kann, dies auch irgendwann für Belarus möglich sein wird. Aus Transparenzgründen natürlich noch der Hinweis, das Bildmaterial, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Sie im Beitrag gesehen haben, das direkt von den Frontlinien stammt, das hat uns die belarussische Einheit zur Verfügung gestellt. Und wir haben im Gespräch mit den beiden Soldaten und auch mit anderen, die nicht vor die Kamera wollten, festgestellt, dass es für diese belarussischen Dissidenten einfach nochmal wirklich einen anderen Wert hat, eine andere Bedeutung hat, hier für die Ukraine zu kämpfen, so wie ich es im Beitrag schon versucht habe zu schildern. Und das unterscheidet sie dann eben doch von den anderen Freiwilligen aus anderen Nationen, die ebenfalls hier für die Ukraine kämpfen. Tatjana, für den Augenblick vielen Dank in die Ukraine nach Kiew. Dankeschön. So, wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei mir im Studio ist Dr. Klaus Wittmann, General AD. Schön, dass Sie heute Vormittag hier bei uns sind. Guten Morgen. Lassen Sie uns noch mal über die Bilder aus Wuhledar sprechen, die eingangs in dem Beitrag gezeigt wurden. Die Russen haben ja schon, das wissen wir, in Mariupol seinerzeit Phosphorbomben eingesetzt. Könnte es hier auch wieder dazu gekommen sein? Was meinen Sie? Die Bilder sehen ganz so aus. Und Phosphor- und Brandbomben sind zwar nicht generell kriegsvölkerrechtlich verboten, aber sie sind geächtet und es gibt ein Protokoll von 1980, das den Einsatz gegen Zivilbevölkerung verbietet. Und wenn man die Bilder sieht und die Autos, die da stehen, das ist offenbar ein Wohngebiet, also das wäre dann ein Verstoß gegen diese völkerrechtliche Bestimmung. Wenn es so sein sollte, warum macht Russland das dann trotzdem? Ist das Terror? Will man da die Menschen weiter einschüchtern? Denn man muss diese Waffen ja nicht einsetzen. Russland häuft bei diesem völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Krieg ja ein Kriegsverbrechen aufs andere völlig bedenkenlos. Und wenn ich immer sage, Russland ist eigentlich nur in der Feuerkraft überlegen, dann füge ich etwas sarkastisch hinzu, auch in der bedenkenlosen Brutalität der Kriegsführung. Und das ist ein Beispiel dafür. In Bachmut zeichnet sich währenddessen ein Stellungskrieg ab. Warum hat diese Stadt denn einen so hohen symbolischen und möglicherweise auch strategischen Wert für beide Seiten?
Also sie hat auf jeden Fall nicht nur symbolischen Wert, sondern zumindest operativen Wert. Das ist ein Knotenpunkt von verschiedenen Versorgungsstraßen, ein Verkehrsknotenpunkt, den Russland einnehmen möchte und den die Ukraine als einen Pfeiler in der Nord-Süd-Verteidigungslinie behalten möchte. Und außerdem operativ gesehen haben die Ukrainer das Interesse, die sehr große personelle Abnutzung der Russen, die Opfer, die sie dort bringen, ohne Rücksicht auf Verluste, auszunutzen. Und insofern operativ ist es wichtig, aber nicht entscheidend. Und symbolisch ist es für beide Seiten wichtig, aber ich sage auf einem unterschiedlichen Niveau. Für die Ukraine ist das wie Mariupol, Kherson auch ein Leuchtturm gewissermaßen des Überlebenswillens und des Überlebenskampfes. Und für die Russen ist es bei den erbärmlich geringen Fortschritten, die sie in diesem Angriffskrieg machen, ausgesprochen wichtig, endlich mal einen Erfolg zu haben. Außerdem ist das symbolisch im Machtkampf zwischen Prigozhin, dem Führer dieser Wagner-Milizgruppe, und der russischen Militärführung und sogar Putin selbst auch von symbolischer Bedeutung. Egal, welche Seite sich da in Bachmut am Ende durchsetzen sollte, es gibt aber auch in der Beschaffenheit der Stadt noch zusätzliche Schwierigkeiten, denn die ist durch einen Fluss getrennt, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die neuesten Nachrichten sind in der Tat, dass die ukrainischen Streitkräfte sich auf das Westufer des Flusses zurückgezogen haben. Der ist 600 bis 800 Meter breit, fließt durch bebautes Gelände, ist also, wenn man aus Häusern auf diejenigen, die den Fluss überqueren wollen, von russischer Seite schießt, recht schwierig zu überwinden. Also insofern haben die Ukrainer jetzt auf der Westseite weiter eine Position, die sie wahrscheinlich eine Zeit lang halten können. Und der ukrainische Außenminister hat gerade gesagt, weiteres Halten von Bachmut verhindert ähnliche Situationen für andere Städte. Die ukrainische Vizeministerpräsidentin Olga Stefanischna, die schätzt jetzt in einer französischen Zeitung, dass Russland seit Kriegsbeginn etwa 150.000 Soldaten verloren hat. Die Zahlen sind natürlich von außen schwer zu überprüfen. Gleichzeitig sollen aber die Wagner-Söldner, die Sie ja gerade eben auch angesprochen haben, in Russland jetzt 58 Rekrutierungsbüros überall im Land aufmachen wollen. Was schließen Sie denn daraus? Gehen Putin da möglicherweise bald die Soldaten aus? Die Rekrutierungsschwierigkeiten der russischen Streitkräfte, die sind schon lange bekannt. Deshalb ja auch die Teilmobilmachung und dann wieder Rücknahme und das ganze Chaos, das bei der Mobilmachung herrschte. Und jetzt wird auf allen möglichen Ebenen und eben auch durch diese Wagner-Söldner, die ja teilweise auch in Gefängnissen rekrutiert haben, weiter Personal nachgeschoben. Und es gibt entsetzliche Verluste auf russischer Seite. Bei Bachmut, da haben westliche Geheimdienste geschätzt, dass auf einen ausgefallenen Ukrainer, die auch Verluste haben, 5 bis 7 ausgefallene russische Soldaten kommen. Da ist dieser schreckliche Ausdruck vom Kanonenfutter wirklich mal Realität. Und was die russische Seite macht, nenne ich immer Masse statt Klasse. Sowohl in der Feuerkraft auch als auch im schlecht ausgebildeten, schlecht ausgerüsteten Personal. Und bei diesem Machtkampf, von dem ich sprach, hat ja Prigozhin sich auch schon sehr darüber beschwert, dass ihm der Munitionsnachschub gekappt wird. Da würde ich noch mal drüber sprechen wollen, über die Munition ganz kurz. Denn der ukrainische Außenminister Kuleba, der fordert jetzt eben auch vom Westen mehr Munition für die Ukraine. Allerdings, nach allem, was man hört, haperte es bei den Munitionsvorräten, ja offenbar auch mittlerweile selbst bei der NATO. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, weshalb man die Produktion nicht gleich nach Kriegsbeginn entscheidend nach oben gefahren hat? Ich weiß von Angeboten der deutschen Rüstungsindustrie sofort nach Kriegsbeginn im März. Also vor einem Jahr. Vor einem Jahr, dass sie bereit wären, Munitionsproduktion anzukurbeln, ohne Reaktion, hat man mir erzählt. Und ich bin ja
hier bekannt dafür, dass ich seit vielen Monaten kritisiert habe, dass auch Waffen zu spät und in zu geringer Zahl geliefert worden sind, dass diese Panzerkoalition viel zu spät beschlossen worden ist, dass der Bundeskanzler nach meiner Überzeugung das vor einem halben Jahr hätte entscheiden können und trotzdem nicht den so sehr gefürchteten Alleingang hätte riskieren müssen. Und ich hoffe nur, dass der Minister Pistorius, der ja offenbar diese Halbherzigkeit überwunden hat, in seinem Kampf gegen die verlorene Zeit erfolgreich ist. Aber Munitionsvorräte waren in der Bundeswehr ja schon seit Jahren bekanntermaßen sehr stark abgesunken. Und hätte man vor einem Jahr mit der Produktion, mit der forcierten Produktion begonnen, dann stünden wir jetzt nicht so schlecht da in dem Willen, die Ukraine auch mit mehr Munition zu unterstützen. Sagt der General AD Klaus Wittmann. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Ihnen.